schon einige Großereignisse gekämpft und jetzt wird es auch mal Zeit für ein richtig gutes Ergebnis. Also das Ziel sollte schon eine Medaille sein. Natürlich gibt es da, ich weiß nicht, 10 andere Leute in meiner Gewichtsklasse, die auch Medaille holen können. Und dementsprechend gehört natürlich der Tag dazu. Es muss alles passen. Das Studium, das steht zurzeit hinten an. Jetzt sind zwar gerade Semesterferien gewesen, aber da waren natürlich auch Prüfungen dazwischen und das leidet im Moment am meisten drunter. Zwei Russen, der Olympiasieger Gastjan und der Mudranov, der in letzter Zeit fast überall, wo er gestartet ist, gewonnen hat. Mein persönlicher, ich sage mal, Angstgegner der Georgier, Pavinashvili, ist sicherlich auch ganz weit vorne zu erwarten. Die Franzosen, wenn die zu Hause kämpfen, die werden natürlich auch wie die Furien da loslegen. Ich warte mal ab, wie die Auslosung ist. Dann schraubt man sich das Los an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das komplette Los sehen will oder erstmal die ersten Zweikämpfe vielleicht. Dann schraubt man sich Videos an mit den Trainern zusammen und stellen wir uns da drauf ein, von Kampf zu Kampf mit dem Trainer zusammen und dann findet man da auch eine gute Linie, hoffe ich. Ich denke doch, dass ich schon ein explosiver Typ bin, dass ich jeden Ippon werfen kann. Leider falle ich auch oftmals noch zu leicht, aber ich denke, zu den großen Stärken kann man schon zählen, dass ich jeden auf der Welt Ippon werfen kann. Ganz bestimmt. Jeder von uns investiert da richtig viel, was wir alles dafür sausen lassen, wie viel Arbeit man ins Training steckt. Natürlich machen das alle anderen genauso, aber ich sehe schon, was wir hier zusammen trainieren, welche Umfänge wir fahren und demzufolge hat's von uns jeder verdient, der hier dabei ist, sich eine Medaille zu schnappen. Und natürlich ist es auch, wenn jemand da kämpft, dann will er eine Medaille. Das ist das Ziel von jedem, der dabei ist. Ah, ist einfach an der Zeit.